das ist der Unterschied zwischen Schweizer Film und amerikanischem Film. Das kann man sehr einfach beantworten, weil das ist im Prinzip, wie wenn man fragt, was ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier? Da gibt es auch die verschiedensten Theorien, aber der einzige Unterschied zwischen Mensch und Tier, den man wirklich beweisen kann, ist, der Mensch ist das einzige Lebewesen, das Steuern zahlt. Wenn der Mensch etwas will, ein neues Stück Straße oder einen schönen Park, dann muss er Steuern zahlen. Wenn ein Tier etwas will, eine Katze ein Stück Straße oder ein Hund einen schönen Park, dann zahlt es keine Steuern, sondern pisst dran. Ja, da lachen Sie jetzt, aber das ist genauso effektiv wie Steuern zahlen. Entschuldigung, ich komme zu Ihnen heim und pisse Ihnen auf die Röstiraffle. Klar sagen Sie, die kannst du aber haben. Und genau so ist der Mensch das einzige Lebewesen, das Film schauen will. Und wenn der Mensch Film schauen will, dann muss er ins Kino und ein Billett kaufen. Wenn eine Katze Film schauen will, dann hockt sie vor die Waschmaschine. Innerhalb der menschlichen Rasse wollen aber nicht alle die gleiche Art Film schauen. Und darum unterscheidet sich der europäische Film vom amerikanischen Film. Der Schweizer Film unterscheidet sich ganz besonders. Der Schweizer Film unterscheidet sich dermassen vom amerikanischen, wenn die Amerikaner einen Schweizer Film sehen, merken sie gar nicht, dass es ein Film ist. Die meinen, sie seien damit die Abend. Amerikanische Filme sind ja so tada, tada, ziu, 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 pfff, tada, 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 tada. Schweizer Filme sind dagegen mehr. Spannung im Schweizer Film ist mehr eine innere Spannung. Eine versteckte Spannung. Oder dann natürlich in der Pause beim Anstehen vor dem Damen-WC. Wir Schweizer machen so Filme, da kommen die Leute zur Tür rein und dann sagen sie... Nein, Moment, dann sagen sie noch nichts. Dann machen sie einen Schritt und dann holen sie tief Luft und dann schauen sie nach links und rechts. Und erst dann kratzen sie sich am Kopf und sagen, Kari, Mutter, Kari, 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 nur Mutter, lass mich einfach, nein, ich kann dich nicht lassen, es ist eine Katastrophe im Dorf, die Launen ist nicht gekommen, Trümmer, Obdachlose, und die Tante Olga ist am Parteikongress vor SP. Ah. Dann soll ich ein Kaffee machen. Wie das dein Vater erfährt. Du weißt, wie jähzornig er gang ist. Aber Mutter, Vater ist schon lange tot. Ist beim Mauchen vom Muni vertrampelt worden. Ja, Gott sei Dank. Wer weiß, ob er jetzt sonst nicht einen Infarkt überkommt. Mit so Film kannst du kein Geld verdienen. Weil aus Schweizer Film kann PlayStation keine Games machen. Das Beste, was einem Schweizer Film passieren kann, ist, dass die Amerikaner ihn cool finden und dann lassen sie nicht etwas laufen zu Amerika, sondern dann kaufen sie ihn und machen das Remake. Dann wird das Budget um 100 Millionen aufgepumpt, der Wilhelm Tell wird von John Travolta gespielt, das Heidi von der Scarlett Johansson, der General Gisan von Johnny Depp. Die Schlacht beim Orgarten findet auf dem Matterhorn statt. Die Österreicher kommen als schnell reitende Orks aus der unendlichen Weite vom Aargau. Haben Habsburgernase und hochexplosive Mozartkugeln. Und dann kommen die Leute auch nicht mehr zur Tür rein, sondern die Tür geht schon mal so auf. Zitt! Move your ass, man! Get the fuck out of here! The whole shit's gonna blow up in 2 minutes! Don't talk to me like that. Who do you think you are, you goddamn motherfucker? You fuck my mother? You fuck my mother, eh? You fuck my mother? You fuck my mother? I am your mother! Oh. Shall I mix us a dry martini then? Yes, please. It's a catastrophe. Out in the village. What? All the pubs close at 11? And they are destroying everything. Who?
The Space Invaders. Zoom, 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 zoom. Go and fight, mother. Kill them all. Yes, I'm going to get Tante Olga. She's fighting for the Space Army Abschaffung. Bye. Danke schön. Herzlich.